So, hier bin ich in Straßburg, der Stadt an der deutsch-französischen Grenze, mit einer sehr, sehr bewegten Historie. Und wie man hier sieht, hinter mir gibt es diese wunderschönen Fachwerkbauten, aber auch zum Beispiel diese Wasserschleuse. Und man kann sich vorstellen, dass die Bauer, die Ingenieure von dieser Wasserschleuse damals so überhaupt nicht im Auge hatten, dass man heute vor allem Touristen da hat, die diese Wasserschleuse und diese Fachwerkbauten betrachten. Das haben wir früher aus einem ganz bestimmten Grund gemacht, nämlich um natürlich die Schiffe da hochzubringen und fahren lassen zu können, damit Güter zu transportieren und Waren herumzubringen und Handel treiben zu können, damit auch Geld zu verdienen. Und das ist vielleicht etwas, was hier gut reinpasst, nämlich in Foresight Mindset. Da ist eine Technik, die nennt sich Zukunftsrat, wo wir genau solche Auswirkungen und Elemente schauen. Und so, wir beginnen einmal mit dieser Technologie, die wir haben. Die ist dann zum Beispiel, haben wir gewisse Absichten. Und das sind dann die Änderungen erster Ordnung, die wir da sehen. Also das heißt, es erfüllt diese Absicht, die wir mit der Erfindung, mit diesem Bau dieser Technologie ja wollten. Also zum Beispiel, wir haben ein Auto jetzt statt Pferde und damit können wir schneller fahren als mit Pferden und ausdauernder fahren und größere Strecken etc. Und das ist eine Auswirkung, die wir im Hinterkopf hatten. Dann allerdings müssen wir natürlich Straßen bauen und dann kommt Straßenverwaltung und solche Dinge. Das sind Dinge, die können wir daraus ableiten. Die kann man vorhersehen so ein bisschen, die sind aber nicht unbedingt in unserer Absicht gewesen. Das nennt man die Änderungen zweiter Ordnung. Und dann gibt es Änderungen, die wir so überhaupt nicht vorhersehen können, nämlich Sachen, die einfach passieren, mit denen man die Technologie verwendet und die man sich nie hätte vorstellen können. Zum Beispiel bei Autos ist es eben der Fall, dass man plötzlich den Guide Michelin hat, einen Reiseführer, Restaurantführer, der von einem französischen Reifenhersteller gemacht worden ist, damit die Leute mehr Auto fahren, mehr Reifen verbrauchen und damit mehr Reifen kaufen. Und heute hat man eine ganze Restaurantindustrie. In anderen Bereichen gibt es auch diese ersten, zweiten, dritten Änderungen, zum Beispiel Smartphone. Ja, hätte man sich nie vorstellen können, dass sowas wie Uber entsteht, eine Industrie, die selber Milliarden Dollar wert ist. Das nennt sich Foresight Mindset. Diese Technik nennt sich Zukunft, das Zukunftsrad, wo man das anschaut. Und das findet ihr auf meiner Website oder natürlich in meinem Buch. Ich werde jetzt weiterhin den Touristen machen.